Johannes Haller und Jessica Paschka reden offen wie nie über ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Bereits 2017 lernen sich die beiden im Kuppelformat Die Bachelorette kennen. Der ganz große Funke springt damals aber noch nicht über. Im Finale gibt Jessie ihrem heutigen Verlobten einen saftigen Korb. Doch Johannes gibt nicht auf und kämpft Jahre später unerbittlich um das Herz der 30-Jährigen. Mit Erfolg. Mittlerweile erwarten die zwei ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und wollen bald vor den Traualtar schreiten. Doch wie schafft es der Bootliebhaber, seine große Liebe zurückzuerobern? In einem Interview plaudern die beiden nun offen über ihre Love Story. Und eines wird dabei ganz deutlich. Johannes legt sich damals mächtig ins Zeug. Die Kurzfassung ist, es gab mehrere Anläufe von meiner Seite aus. Zwischenzeitlich hatte Jessie dann auch mal kurz geantwortet. Und letzten Sommer war es dann so, dass ich das Verlangen hatte, mich wieder bei ihr zu melden, berichtet der 33-Jährige. Immer wieder schaut sich der gebürtige Ravensburger heimlich mit einem Fake-Account die Instagram-Stories der ehemaligen Bachelorette an. Eines Tages nimmt er allerdings all seinen Mut zusammen und schreibt der Beauty. Doch Jessie lässt Johannes eine ganze Weile zappeln. Dieses Warten zahlt sich für ihn aber aus. Plötzlich kam diese Nachricht und ich weiß noch genau, wie aufgelöst ich war. Die Kurzgeschichte ist, Jessie hat gesagt, okay, wir können uns treffen und mal sprechen, aber warten nicht so lang, erzählt Johannes weiter. Tatsächlich geht von da an alles super schnell, denn schon 2 Tage später treffen sich die beiden. Johannes muss damals aber bis zum Schluss zittern, da seine Liebste ihn partout nicht ihre Wohnadresse nennen will, zu der er fahren soll. Glücklicherweise geht alles gut und der Rest ist Geschichte. Und diese romantische Liebesgeschichte der beiden findet auch bald ihren krönenden Höhepunkt. In wenigen Wochen werden Jessie und Johannes nämlich zum ersten Mal Eltern. Erst vor kurzem verrät das Paar seinen Fans ein gut gehütetes Geheimnis: das Geschlecht ihres Babys. In einem emotionalen Video enthüllen der Daddy und die Mommy-to-be, dass sie ein Mädchen erwarten. Mit einer Konfettikanone und einer pinken Rauchwolke feiern die beiden ihre kleine Tochter. Und vor allem der werdende Papa ist einfach nur sprachlos. It's a girl. Wahnsinn. Das sind echt die Momente, hey, die werde ich nur meinen Enkeln erzählen. Genau deswegen habe ich das alles gemacht. Wahnsinn. Und von diesen echten Momenten wird Johannes seiner Tochter sicher auch später noch ganz viel erzählen. Denn seine Love Story mit Jessie ist schon beinahe einmalig.